Ich heiße Zoe Hagen und ich komme ursprünglich aus Berlin und bin jetzt nach Köln gezogen. Wenn ich jetzt sage, meine ich vor knapp 2,5 Jahren für ein Drehbuchstudium, was mir sehr gut gefällt. Ansonsten schreibe ich eben nebenbei noch, habe einen Roman veröffentlicht, mache Poetry Slam nebenbei, arbeite am nächsten Roman und eben Drehbuch. Für mich hält Schreiben Leib und Seele zusammen, weil ich anfangs wirklich, und es klingt sehr pathetisch und sehr dramatisch, aber es war gefühlt so, einfach wirklich nichts anderes hatte. Das merkt man auch in dem ersten Roman zum Beispiel sehr gut. Es war einfach ein absolut therapeutischer Akt und absolut notwendig. Und ich weiß wirklich ernsthaft nicht, wo ich damals ohne Schreiben gewesen wäre. Jetzt muss ich sagen, hat sich das zum Teil auch etwas geändert, dass ich es immer noch als sehr, sehr wichtig empfinde und ich wirklich keinen Tag habe, wo ich nicht schreibe. Das heißt aber nicht, dass das alles wunderbar literarisches Zeug ist, was ich da verzapfe. Es ist mir wahnsinnig wichtig, einfach so einen Ausdruck zu mir selbst zu haben, weil ich gefühlt, wenn ich einfach schreibe, nicht, also natürlich reflektiere ich, aber ich merke den Reflexionsprozess nicht. Und das ist etwas sehr Seltenes bei mir, weil ich eigentlich sehr, sehr, sehr viel nachdenke immer. Und deswegen Schreiben als etwas sehr Angenehmes empfinde. Gleichzeitig ist es aber auch etwas sehr, sehr Schmerzhaftes. Und diesen Schmerz merke ich immer deutlicher, weshalb es über die Jahre hinweg auch einfach anstrengender geworden ist. Das heißt, es gibt Bereiche oder Sachen, die ich schreibe, wo ich weiß, okay, das hat nicht so wahnsinnig viel mit mir zu tun, das tangiert mich nicht so wahnsinnig. Und dann ist es einfach und es macht Spaß, weil sobald es wirklich an die Materie geht, ist es so ein, es ist wie so eine Art Sucht auf eine gewisse Art und Weise, dass ich einerseits weiß, dass es mir irgendwie nicht gut tut und gleichzeitig tut es mir wahnsinnig gut. Ich glaube schon, dass, wie du jetzt gerade gesagt hast, die Niederschrift meines ersten Romans mich zu einem oder an einen verbesserten Punkt gebracht hat. Ich glaube aber nicht, dass es durch den Schreibprozess allein entstanden ist. Das Schreiben hat mir, wie es Süchte zum Teil halt an sich haben, immer so eine unmittelbare Befriedigung gegeben, aber dann auch wieder eine Leere geschaffen. Aber gleichzeitig hat diese Leere wieder neue Erkenntnisse und neue Erfahrungen in Gang gesetzt und neue Reflexionsprozesse und ich bin einfach älter geworden und habe aber auch gleichzeitig durch die Niederschrift und das, was damit passiert ist, neue Menschen, neue Orte, neue Ideen, neue Kosmen quasi entdeckt und bin dadurch an einen anderen Punkt gekommen. Ich persönlich kann sagen, dass alle meine Figuren mir zum Teil dennoch sehr ähnlich sind oder Aspekte haben oder Gedankengänge haben, die mich beschäftigen. Auch männliche? Auch männliche, ja, tatsächlich zum Beispiel. Mein allererster Roman war tatsächlich ein Roman aus der Perspektive eines Jungen, weil mich das, nicht weil es mich interessiert hat, ich weiß noch nicht mal genau, weshalb ich das gemacht habe, es war einfach so. Es gibt die unterschiedlichen Geschlechter, es gibt die Hautfarben, es gibt die sexuellen Orientierungen, die Größe, der Migrationshintergrund, alles Mögliche, woran man Menschen unterscheiden kann. Aber ich glaube, im Endeffekt sind immer die Gemeinsamkeiten und das ist die Ebene, die ich in meinen Büchern gerne schaffen möchte. Ich glaube nicht, dass Gemeinsamkeiten zwangsläufig Gegensätze überwiegen. Ich glaube aber, wenn man einen Menschen erreichen möchte, dann sollte man über die Gemeinsamkeiten gehen. Für mich ist Identität in der Hinsicht sowas sehr fast schon Esoterisches in Richtung von das eben, was mich ausmacht, sowas wie meine Seele, das ist für mich meine Identität und deswegen würde ich sagen, das, was mich am Leben hält, wofür ich stehe, was ich liebe, was ich hasse, wenn man mal dieses Extrem nehmen möchte, ist das, was mich ausmacht und ist dementsprechend meine Identität. Würde ich sagen, dass ich eine Frau bin, dass ich schwarz bin, dass meine Mutter ursprünglich aus Nigeria kommt, das hat damit alles überhaupt nichts mit mir zu tun. Für mich ist der Zusammenhang zwischen Erinnerung und Identität der, dass man sich natürlich das, was mein Verständnis von Zoe, die ich hier bin und die ich hier sitze, funktioniert ja nur über die Erinnerung, die ich habe und an die ich mich aktiv erinnern auch kann oder auch will, weil ja auch der Verdrängungsmechanismus ein sehr großer ist. Ich denke aber, dass Erinnerung nicht zwangsläufig mit Identität einhergeht, weil sie zwar mit einspielt und einfließt, ich gleichzeitig ja aber auch nicht alles, woran ich mich erinnern kann oder alles, was ich
weiß gemacht zu haben, mit dem gleichsetzen muss, was ich jetzt bin oder beziehungsweise durch die Erinnerung auch lernen kann, um dadurch eine neue Identität zu schaffen. Mein Identitätsbegriff ist auf jeden Fall lebendig, weil ich mich ja selbst als ein hier existierendes, lebendiges Wesen verstehe. Das bedeutet nicht, dass alles, was ich in diesen Begriff packe, unmittelbar wahr sein muss, dass alles so erlebt gewesen sein muss, weil der Erinnerungsprozess, wie jetzt schon mehrfach heute angesprochen worden ist, ja ein so fiktiver zum Teil ist. Aber Identität für mich ist in dem Sinne etwas sehr, sehr Lebendiges. Und genauso wie halt eben schon gesagt, die Seele für mich etwas sehr, sehr Lebendiges ist. Es gibt, ich identifiziere mich über das, was mich ausmacht. Und das ist für mich etwas sehr Reales und sehr Existierendes. Wenn ich mich zurückerinnere an etwas, gehe ich in die Vergangenheit. Aber das Gefühl, was in dem Moment des Erinnerns entsteht, ist ja im Jetzt. Und dieses Gefühl ist das, was ich dann in das Geschriebene mit hineinnehme. Und das ist mein Ansatz beim Schreiben. Ich würde schon sagen, dass ich eine politische Autorin bin. Weil ich zum einen, das ist glaube ich, ich habe jetzt leider vergessen, wer das gesagt hat, aber es ist heute schon gefallen, egal was man schreibt oder egal was man nicht schreibt, es ist immer politisch. Wenn ich jetzt... gerade auf einem Slam-Kontext, mich auf eine Bühne stelle, denke ich mir, es wäre schön dumm, diese Menschenmassen zu haben. Und gerade beim Slam redet man manchmal wirklich von Massen an Menschen. Und dann irgendwie über Spaghetti zu reden. Also kann ich machen, ist auch kein Problem. Aber warum nicht diese Plattform dann nutzen? Ich denke, im Wesentlichen spielt es keine Rolle mehr, was ich bin oder was ich nicht bin, aufs Herkunftsland bezogen. Ich fühle mich wie eine Deutsch-Nigerianerin oder eine nigerianisch-deutsche. In tatsächlich beliebiger Reihenfolge, weil beide Kulturen wahnsinnig wichtig für mich sind. Und ich mich, obwohl ich so wenig mit Nigeria zu tun habe, wahnsinnig zu dem Land verbunden fühle. Was aber gut sein kann, dass es nur daran liegt, dass mir diese Verbundenheit quasi als Kind schon aufgedrängt worden ist. Das habe ich für mich noch nicht rausgefunden. Ich mache der Gesellschaft schon Vorwurf, dass sie mich oder alle anderen nicht dem typisch deutschen Ideal oder Klischee entsprechend aussehenden Menschen irgendwie das Deutschland abstreitet, weil es Fragen aufwirft, die man sich in einem viel zu frühen Alter stellt, die absolut irrelevant sind. Also ich glaube, dass es auf jeden Fall ein migrantisches Wir gibt, so wie es halt für jede unterdrückte Gruppe ein Wir gibt. Ob ich diesem wir jetzt immer positiv gegenüberstehe, nicht zwangsläufig, weil es auch innerhalb dieses migrantisch... Ein Wir bedeutet ja immer, das sind wir und das sind die anderen. Das heißt, ein Wir setzt ja einerseits auf Gemeinsamkeit, aber andererseits komplett auf Differenzen. Und obgleich diese Gemeinsamkeiten innerhalb dieser Gruppe, innerhalb dieses geschützten Raums sehr, sehr befreiend sein können und sehr wohltuend und irgendwie auch so wahnsinnig erleichternd, weil es jemand ist oder ein Ort ist oder Menschen sind, wo man sich nicht erklären muss, die sofort verstehen, was ich in dem Beispiel jetzt fühle oder was ich meine oder nachempfinde und die bestimmte Sachen nie machen würden, grenzen sie sich dann doch gleich von dem Rest der Gesellschaft ab. Und in meiner idealen Zukunft ist das eigentlich nicht so. In meiner idealen Zukunft sind wir ein großes Miteinander. Da gibt es nicht das migrantische Wir und das, ich weiß nicht, wie man es nennen möchte, restdeutsche Wir, sondern einfach nur die Deutschen, egal wie sie denn aussehen. Ja, ich bin mehr Deutsche, als ich Nigerianerin bin. Ich bin aber auch Nigerianerin und ich bin in allererster Linie Zoe. So.